Guten Morgen aus Marokko. Heute ist ein ganz besonderer Tag, denn heute ist unser 3. Jahrestag. Anniversary! Seid gespannt auf einen richtig nice Tag, weil wir nehmen euch heute mit und zeigen euch, wie wir hier in Agadir unseren 3. Jahrestag feiern. Und falls jemand Berbisch versteht, sagt mir bitte, was dieser Guy gerade gesagt hat. Wir sitzen jetzt gerade in einem Taxi, fahren nach Agadir Bay und erstmal werden wir traditionell bei dem einem Spot frühstücken gehen, wo wir eigentlich jedes Jahr unseren Jahrestag Frühstück hatten. Deutsch ballert auf jeden Fall. Das heißt, ihr findet noch einen neuen Spot heraus, wo wir in Agadir Bay gerne hingehen. Wir haben ja für euch ein Video gedreht, wo wir unsere Favorite Spots haben in Agadir Bay. Checkt es gerne ab. Hier seht ihr das Café, in dem wir schon 2 Jahre in Folge sind. So, das ist das dritte. Genau, wir gehen jetzt das dritte Mal hin. Einfach easy. Cruising down the street in my Switch and Barack Obama. Cheers to us! Auf jeden Fall. Ich habe mir eine heiße Schokolade, ein Baby Jus d'Orange bestellt. Ken hat einen großen Jus d'Orange. That's how we roll. Mami, Papi. Papi, Mami. Wie kann ich auch? Er bringt uns unser Essen. Merci, Barakalofi. Schoke. Und? Freust du dich? Endnudeln? Ja, also, für Kenan ist das hier ganz wichtig. Und dann haben wir so Blutrot, Babyhascha, Simmel und Babel. Sind sie süß auch? Ja, das sind so süße kleinen, feinen, shiny. Und was ich hier liebe, ist irgendwie diese Dekoration hier. Es ist so schön eingerichtet. Look at this einfach. Und auch da hinten diese Pflanzen und so. Einfach nur schön. Ey, hier haben wir einfach unsere besten Memories gemacht. Wir haben hier immer unsere Anniversaries gefeiert, also unsere Hochzeitstage. Und was wir auch immer gefeiert haben, Fußballspiele. Wir haben hier die WM geguckt, als Marokko gespielt hat gegen Belgien. Und es ist so krass gewesen, weil hier alles voll mit Marokkanern waren. Und wir haben so geschrien und wir haben gewonnen, Alter. Das war so geil. Deswegen ist dieser Laden ganz besonders für uns. Mein Omelette Naturistau. Jetzt fügt du noch Kenans Omelette leer. Meins brutzelt. Saatig. Leute. Letztes Jahr musste erstmal weinen wegen der Musik. Sie weinen wieder. Warum aber? Ich muss aufhören zu weinen, sonst cringe ich mich wieder zu Tode, Alter. Das war so peinlich letztes Jahr. Ich habe 5 Minuten geweint. Ich habe aber schon gehört. Das ist so schlimm mit mir. Ich werde sentimental wegen der Musik. Ich bin ein sehr musikgestimmter Mensch, das ist so peinlich. Ich gehe kurz aufs Klo, ja. Ich probiere mich zu tun. So Leute, weil ich nicht aufhören kann zu weinen, schon wieder. Hat mein Vater angerufen. Und ich habe mit meinem Papa geredet, damit ich mich ablenke. Und dann hat er dem Kellner jetzt gesagt, er soll Michael Jackson anmachen, damit ich mich wieder freue. Er schreibt Michael mit YMAYKEL. Da kommt jetzt. I am Michael Jackson. Hört ihr das? Wie soll man da nicht weinen? Hat er gar irgendwer mit ihm? Ja, sie ist alle. So krass. Wer hat sich da mit irgendwie Hand gedrückt? Dieser Mood-Switch. Baba hat mit einem Anruf meinen Mut abgebracht. Michael Jackson. Danke, Baba. Leute, wisst ihr, was ich am meisten hasse? Wenn man meine Überraschungen errät. Es triggert mich tot. Und Kenan hat es einfach erraten. Das Ding ist, ich will es nicht mal erraten. Ich bin so ein Mensch, ich gönne Überraschungen, alles drum und dran. Aber ich denke einfach zu viel mit, wenn man mich dann fragt, weißt du es? Zum Beispiel sie, ich soll es ehrlich sagen, was ich denke. Ich wusste es ja nicht. Aber ich war richtig. Ich freue mich. Ach ja, ich hasse es. Aber naja, auf jeden Fall. Wir fahren jetzt in eine andere Gegend hier in Engadin, und zwar Aurir. Und dort werden wir was Cooles machen. Seid gespannt. Lass da reingehen, jetzt können wir es zeigen auf Vlog-Kamera. Ah, das ist Backfahrer. Ja, Mann.
Auf jeden Fall. Genau, wir gehen jetzt mal hier rein und zeigen euch eine richtig schöne Location. Jetzt guck mal, wie schön hier die Sachen sind. Nee, ab zum Handarbeit. Guckt euch diese Waschbecken an. Ich will gerade alles mitnehmen und einfach nach Deutschland bringen. Amazing, amazing. Leute, hier dieser Ort ist ein kleiner Hidden Gem. Hier kann man echt viel sehen, so richtig schön viele handgemachte Sachen. Die Leute arbeiten hier auch, richtig viel Artwork. Und genau. Echt? Ja, stimmt, da hinten, stimmt. Leute, die haben sogar neue Ware. Das habe ich zuvor noch nie gesehen und ich war schon öfter hier. Ja, die packen gerade ihre neue Ware aus. Kenan? Ja? Wir gehen heute nicht Jetski fahren. Sondern dein Geschenk ist hier bei Brookie Jewelry. Gemeinsam grad, was zu machen. Ich habe einen Workshop für uns gebucht. Okay, perfekt. Let's go. Ich bin gut. Sehr gut. Okay, let's go. Und zwar bin ich hier heute bei Brookie Jewelry und sie macht Schmuck, wie ihr hier oben sehen könnt. Und diese Frau ist super sympathisch. Sie kommt ursprünglich aus Amerika, hat einen kleinen wunderschönen Laden. Und hier kann man Workshops buchen, Workshops machen und sowas Schönes kreieren. Es ist unfassbar schön. Es ist wirklich crazy. Und genau, heute haben wir uns überlegt, dass wir Armbänder machen. Ich werde ein Armband für Kenan machen. Kenan wird höchstwahrscheinlich auch ein Armband für mich machen. Oder einen Ring. Oder ein Ohrring, wir wissen es noch nicht. Wir haben uns noch nicht entschieden. Okay, so you do it over the leg. So like that came out pretty clear, but it's still missing a little there. But like the flowers, which is what he's doing, are pretty hard. This one's good. Yeah, that's a hard one. So you see, if you... You're not gonna get the whole thing. So what you have to do is you have to rock it. You have to go north, south, east, west, and hitting it, you know? So if you go. And then you get a better indent. Okay, so that's why we have to practice. Machst du? Ich mach gerade ein Armband für Kenner. Okay, Kenan, was hast du bisher gemacht? Ich habe einen Ring gemacht. Jetzt muss ich ihn polieren. Oder so. Cool. Präsentier mal dein Schmuckstück, was du für mich gemacht hast. Also, das ist der Ring. Mhm. Und drin ist Datum von heute. Und mein Buchstabe. Sieht man das? So, Leute, das hier ist mein Armband und sie schneidet es mir zurecht. Kenan arbeitet an meinen Ohrringen. Okay, Leute, das ist das Armband, was ich für Kenan gemacht habe und sie versucht es jetzt gerade zu formen. Also ich habe hier zwei Ohrringe gemacht für erstmal, also ein paar Ohrringe. Ich glaube, ich werde Schmuckdesigner. Hättest du jemals gedacht, dass du so Schmuck machen kannst? Ich war in der Hochschule vor, ich hätte direkt an die Design-Dinger gehen können. Ja. Hey, ist crazy, was hast du noch gemacht? Ah, ich habe hier noch eine, wo ist der? Da, ein Ring. Er hatte dieses gehämmerte Muster in Gold und drin eingraviert heutige Datum. Unser Dreijähriges, damit sie immer weiß. Und ein K, damit sie weiß, dass ich bin. Ja. Dankeschön. Das war dann die. Brookoli. So, Leute, wirklich. Also, wir sind gerade hier bei Brookoli. Broccoli. No, I'm joking. So, wir sind hier gerade und Leute, es ist wirklich amazing. Sie macht wirklich so handgemachte Arbeit. Jeder kann einfach seinen Schmuck selber machen. Man kann auch einfach nur Schmuck hier kaufen. Und es hat einfach richtig viel Spaß gemacht. Es ging auch in 2 Stunden. Hat Kenan Ohrringe und Ringe für mich gemacht und ich habe ein Armband für Kenan gemacht. Das zeige ich euch auch gleich. Dieses Armband habe ich für Kenan gemacht. Ich habe hier die ganzen Details eingearbeitet und habe hier so einen Rahmen gemacht. Und hier habe ich dann so die ganzen Punkte reingehauen und auf jeden Fall hat es richtig viel Spaß gemacht und dafür habe ich jetzt 2 Stunden gebraucht. Kenan hat in dieser Zeit einfach Ohrringe und einen Ring für mich gemacht. Ich bin super glücklich. Ich hoffe, es gefällt dir. Sieht eben schön aus, mal schauen. Leute, dieser Spot ist einfach wirklich der Place to be, vor allem wenn man sowas Süßes machen möchte, was Ausgefallenes machen möchte, was Handgemachtes machen möchte. Brookoli Jewelry is the place to be. Guck mal, man denkt, das ist so ein girly thing.
Aber ich sag ehrlich, es hat Bock gemacht. Sogar mir hat Spaß gemacht. Ja, es ist ja Handwerk. Ja, es hat einfach Spaß gemacht, sag ehrlich. Das freut mich so sehr. Also Eurir in der Nähe von Agadir. Und Leute, die Preise sind auch voll machbar. Also es ist echt nicht so, dass man sagt, mein Gott, das lohnt sich nicht. Mein Gott, es ist wirklich sehr, sehr gut, sehr machbar. So Leute, wir haben uns jetzt eine Flasche Wasser geholt. Wir sind hier gerade in so einem kleinen Shoppingladen. Also wir haben jetzt mit der App InDrive ein Auto bestellt, das ungefähr in 7 Minuten hier bei Tanit Restaurant ist. Und dann geht's für uns in ein nächstes Lokal. Ich bin so glücklich, das sind meine Ohrringe. Part 3 von Hochzeitstag. Erstmal wollte man dieses Kaffee kommen, die ganzen 2 Wochen schon. Hey Yalla, let's go in. Let's get in. Also ich habe es die ganze Zeit auf Instagram verfolgt und jetzt muss ich es natürlich ausprobieren. So Leute, wir haben uns schnell umgezogen. Wir waren nämlich gerade schwimmen. Wir haben zu Mittag gegessen und haben uns jetzt schnell umgezogen. Neuer Style. Und jetzt gehen wir irgendwo hin, weil Keller wird mich überraschen. Wie findest du die Surprise Location? Sehr, 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 sehr schön. Lass uns runtergehen. Let's go. Kenan is well prepared, I guess. Dankeschön. Hier ein paar Bräuchhörnchen. Hab's an den Schüsseln. 2 sogar. Wow. Und dann noch so schöne Schüsseln. Jetzt sitzen wir hier. Eine kleine Picknick am Sonnenuntergang. Sei ehrlich, ich hab's schon schöne Füße. So Leute, wir stehen jetzt hier an einer riesigen Kreuzung und warten auf ein Taxi. Hoffen wir mal, dass wir eins finden. So Leute, wir sind an dem geplanten Foodspot angekommen. Kenan, kannst du dich an diesen Ort erinnern? Ja, das war der Spot der Spots. Wann waren wir hier? Well, it was at that moment he knew he would fall. Kenan ist gefallen und ich habe ihn dabei nicht ganz gecatcht. Passt du bitte auf. Auf jeden Fall sind wir hier angekommen. Wir essen heute bei Le Petit Pocheur. Hier gibt es leckeren Fisch und ich war jetzt mit meiner Familie. Ich war richtig, richtig begeistert. Und deswegen, let's go. Eine fette Empfehlung unsererseits. Meine Eltern sind wirkliche Fischfeinschmecker. Sie lieben Fisch über alles und sie kommen immer hierher, weil sie sagen, es ist wirklich gut, sauber. So ja, auch da draußen sitzen viele Leute, vor allem mittags. Jetzt da gerade nicht so viel los, aber ja. Wir haben uns eine Paella bestellt und einen Fischteller. Check it out. Check it out. Wie schmecken die Soßen? Du hast das schon rumgedippt. Soll ich ehrlich mal sagen? Ja. Die hier schmeckt gut, aber es ist einfach so wie bei Nordsee, diese Marmelade-mäßig, so. Mhm. Das hier schmecken wie Tomatensoße. Von vorgestern. Der Junge, der sich die ganze Zeit lustig gemacht hat über die Soßen, hat gerade nach Nachschlag gefragt. Food is here. Wir haben hier ein Assortiment von Fisch. Was ist das alles? Erklär mal erstmal. Also das sind Garnelen, Calamares, Merlon, keine Ahnung, wie es auf Dings heißt. Und wir haben auch noch irgendwo hier andere Fische. Ich weiß nicht, was es ist. So ganz viel Fischköpfe zusammen. Fisch, Gemisch. Wir probieren jetzt. Ah, und Tintenfisch haben wir auch. Ah, das ist doch Calamares, oder? Ups, ja. Ups, wegen Neues. Auf jeden Fall. Ja. Mmh. Warm, frisch, saftig, knackig, frittiert. Dann, was haben wir hier? Wir haben ein Schwimm. Und hier haben wir Paella von Coco Corea. Coco Corea, sego una paella. Frische Paella, das ist die kleine Paella. Nicht so klein, aber ja. Mhm. Schmeckt's? Schmeckt's gut? Muschel. Und deinen marokkanischen Salat. Mein marokkanischer Salat im Marokkan. Mit Zwiebeln, Tomaten, Oliven, gegrillten Paprika, Ei. Mhm. Schmeckt alles? Würdest du empfehlen? Mhm. Kommt her. Petit Pocheur. So Leute, wir sind jetzt zu Hause, endlich angekommen. Esma hat sich schon hingelegt, wir sind tot. Sehr wenig Schlaf, sehr viel gemacht heute. Wir hoffen, das Video hat euch gefallen. Wenn es euch gefallen hat, lasst ein
Like da, ein Follow da, kommentiert, was auch immer man da so macht. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja?